nicht fassen. Also diese Wahl, ich hätte da im Leben nicht mit gerechnet, dass das jetzt zu so einem Ergebnis gekommen ist. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Okay, ganz ruhig. Oh Gott, um Himmels Willen. Und es ist auch noch meine Aufgabe, das auch noch den Rest der Bande zu erklären. Und oh Gott, ich kann es nicht glauben. Wie kann man denn so blöd sein und als Schüler sich für Frau Belore entscheiden? Die ist hier neu und oh, denkt ihr, die wäre echt der Chef? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mein Kopf steht. Geht ja nicht anders. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Frau Barsch. Frau Barsch, wie ist denn die Wahl gelaufen? Bin ich Schulleiter? Ja, also die Wahl ist wie folgt verlaufen. Das kam sehr unerwartet, das Ergebnis, muss ich ehrlich sagen. Sind Sie weiter Schulleiterin? Ich habe das nicht erwartet. Es ist eine knappe Wahl gewesen. Die meisten Stimmen hat dann jedoch die Frau Belova bekommen. Oh, das ist eigentlich nicht so unerwartet. Davon war ich jetzt ausgegangen tatsächlich. Also bei dem, was Sie sich die letzten Wochen geleistet haben, herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin. Ah, dann gut, dass ich schon aufgestanden bin, weil ich meine, wenn ich jetzt schon die Schulleiterin bin, das freut mich ja wirklich. Dann muss ich ja nicht mehr hier sitzen, ne, Frau Barsch? Oder Barbara, kannst du bitte dich hier hinsetzen? Also das Erste, was ich jetzt machen werde, ist natürlich hier ein bisschen hier die Räumlichkeit hier so anders, euch anders zu positionieren, ne? Okay, Leute, bitte Frau Barbara hier hin. Und Philipp, du kannst ja am besten, vielleicht setzt du dich auch neben der, Frau von Kemper-Müller, wenn es okay ist. Dahin? Genau dahin. Naja. Also, Frau Barsch oder Barbara, bitte sich da hinsetzen. Was passiert hier jetzt? Ja, ich bin jetzt die Schulleiterin, ne? Also das hast du Platz, haben Sie letzte Woche gesagt, wo die Schulleitung sitzt. Du hattest doch selber gesagt, dass ich die Schulleiterin bin. Und das ist der Platz, ja, aber für das, die Schulleitung. Das hat doch nichts mit dem Platz zu tun, hören Sie mal. Doch, also das Platz hat das mit dem Platz zu tun. Ich musste mich auch umsetzen. Den Platz, Sie riechen nach Farbe. Barbara, ich habe jetzt hier also, das Sagen, ich glaub, ne? Also, das ich glaube, ja, ich höre nicht richtig. Diesen Platz, den habe ich mir selber ausgesucht. Der hat doch nichts, ob Sie als Schulleiterin da sitzen, da auf dem Boden oder draußen. Das tut doch hier nichts zur Sache. Sie sagen ja selber, es hat nichts mit dem Platz zu Frau tun, Barsch. Also gehen Sie bitte. Frau Barsch. Warum soll ich denn nicht hier sitzen? Das finde ich Barsch. Einfach nur noch unverschämt. Das ist also sowas Sie sind muss doch ich hier. Schülerin. Ja, und Sie sind mal bitte ruhig, Philipp, oder wie Sie auch immer. Ja, aber warum war das so schwer? War das so schwer, einfach nur jetzt hier auf den anderen Platz sich hinzusetzen? Das finde ich jetzt irgendwie unverschämt von dir, weil ich meine, ich bin ja wirklich als die Schulleiterin jetzt. Und richtig. Du musst auf jeden Fall auch darauf hören, was ich jetzt sage. Das hat was mit Respekt das zu tun. Das hat was mit Respekt zu tun. Natürlich bin ich jetzt ein bisschen jünger als du, aber es ist okay. Aber jetzt bin ich ja hier in charge, ne? In charge hier hast du Englisch, hast du nicht gelernt. Alles gut. Nein, sie unterrichtet Deutsch. Ja, das, ja, okay, dann. Wenn sie denn mal unterrichtet. Das stimmt auch noch. Aber ist okay, Leute. Also, ich bin einfach nur die Schuldirektorin. Das finde ich wundervoll, Leute. Tja, Leute, also dadurch, dass ich jetzt wirklich die Schulleiterin bin, so, ich würde mal sagen, hier ein bisschen Cola. Also, ich möchte hier ein bisschen meine Regeln hier haben. Und zwar, die Regeln sind, es gibt keine Regeln. Also, ihr könnt gerne unterrichten, so wie ihr wollt. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr ein bisschen hier so Vorschläge mir zuschicken oder jetzt zum Beispiel sagen, auch wenn ihr welche ja, schon wir habt. Sind ja zusammen, wir können, ja, ein wir können das auch hier ein bisschen was besprechen. Genau, das können wir gerne machen, also gerne eure Vorschläge, wie genau ihr was machen möchtet. Also ich zum Beispiel möchte auf jeden Fall kleine Klassenarbeiten mehr schreiben, wir fahren auch, ich würde mal sagen, so nächste Woche oder vielleicht so in den nächsten, auch so in den nächsten Monat auf jeden Fall mit allen Klassen noch vielleicht in so einen Klassenfahrt oder so, wow. Irgendwo nach Ibiza oder so, also gerne, weil da war ich letztens auf jeden Fall sehr gerne, können wir das machen. Also, genau, keine Klassen, ja, also... Reisen tue ich auch gerne. Reisen ist, ja, gerne, genau, also klar, keine Klassenarbeiten, wir machen dann, also Unterricht ist so eine Sache, also muss auf jeden Fall mal ein bisschen gemacht werden, aber muss jetzt nicht unbedingt. Also es muss auf jeden Fall was Spaßiges was dabei sein. Deswegen, also... Auf Benoten legen sie ja auch keinen Wert, oder? Nee, das überhaupt... Also ich tatsächlich nicht. Also ihr könnt gerne jetzt eure Gedanken hier ein bisschen austoben. Also es ist, ich höre zu. Mhm. Ja, Svetlana, ich habe hier schon mal bildlich dargestellt, was ich natürlich erwarte. Da hatten wir letzte Woche auch einmal drüber gesprochen. Eine Gehaltserhöhung, eine saftige. Waren Sie nicht Kunstlehrer? Ja. Und was hat das mit Unterricht zu tun, dass Sie mehr Geld verdienen?
Sie sollten doch erklären, was Sie für Unterrichtsmethoden benutzen wollen und was Sie von den Schülern machen meine wollen. Meine Unterrichtsmethoden, das haben wir gerade schon durchgesprochen. Keine Noten und die Schüler dürfen machen, was sie wollen. Sie sind Quereinsteiger, richtig? Ja. Frau Belova, also ich bin nicht einverstanden mit Philipp Philipps Methoden und bei Ihnen... Sie auch nicht mit einverstanden sein, solange ich Svetlana okay habe. Ja, aber wir brauchen Noten, wir brauchen Klassenarbeiten, wir brauchen mehr Vergleichsmöglichkeiten und das in allen Klassen und nicht nur in der Oberstufe. Also es muss alles vergleichbar sein und die Schüler müssen Leistung zeigen. Das ist wichtig. Die wollen ja auch Ausbildungen machen, vielleicht einige von ihnen, vielleicht ein oder zwei auch studieren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so wird das nicht funktionieren. Sie können diesen Mann nicht einfach machen lassen, was er möchte. Sie können doch die individuellen Geister nicht miteinander vergleichen. Doch. Also, ich kann da ja nur drüber lachen, ne? Also, ich glaube, ihr merkt selber, dass das völliger Unfug ist und was ihr hier macht, ja, da habe ich keine Worte dafür. Also, ich sag mal so, wenn man einfach nur sagt, ist mir egal, macht, was ihr wollt oder so, das ist natürlich keine Einstellung, ne? Bei mir lief das ganz anders, aber... ich will es nur mal sagen, also, ihr merkt selber, das ist hier Chaos. Redet da jemand? Ihr merkt selber, das ist hier absolutes Chaos. Da merkt ihr selber, da kommt ihr echt nicht weit mit Frau Belova da an der... Na, ihr wisst schon, an der Macht. Und naja, sagen wir mal so, es geht ja hier immer um das Schulwohl, ne? Beziehungsweise um das Wohl der Schüler. Das wird ja immer ganz groß geschrieben. Absolut, die Schüler sind das Allerwichtigste. Da merke ich aber von diesem ganzen, da merke ich jetzt nichts davon, ne, Frau Belova. Freiheit. Also ich kann jetzt wirklich nur dem Philipp auch zusagen, also wirklich, ja. Die Schüler brauchen Freiheit. Und die Schüler müssen halt wirklich alles Mögliche machen, was sie machen möchten. Und die werden auch Motivation kriegen, wenn wir halt die Freiheit geben, wenn die halt alles machen möchten, was die machen werden, was die machen möchten. Weil ich meine, dann haben wir auch nicht so viel zu tun, ne? Wenn die halt da irgendwas so aber haben Sie diese Schüler gesehen? Haben Sie diesen Bilfrid-Jungen gesehen? Glauben Sie, dem tut Freiheit gut? Also ja, natürlich, der Bilfrid ist ein bisschen anders, aber doch, der hat dort auf jeden Fall einen Willen halt zu lernen. Und der kann auch selber lernen, wie genau der möchte. Ich gebe, meine Sache... Der Junge hat so viel Nachholbedarf. Der ist aus dem Stand eines Zeitklässlers. Osterkarte gebastelt. Oh, das ist ja toll. Aber das ist ja das Ding so, ich komme einfach nur rein, ich gebe den Aufgaben, so weiß ich nicht, so die müssen ja da irgendwas im Buch durchlesen, dann macht er das auch. Und dann ist er auch richtig motiviert. Das ist zu wenig. Doch, das ist genügend, weil... Das ist fast schon zu viel. Wir haben doch hier kein Gymnasium. Nicht? Naja, also wir sind zwar eine Gesamtschule, aber ich will noch mal betonen, dass wir hier schon den Anspruch eines Gymnasiums haben. Aber das scheint ja nicht so ganz klar zu sein, vor allem nicht für die neue Schulleitung. Das sollte man ja eigentlich auch wissen. Möchte ich ja nicht sagen, aber naja, also rundlaufen tut das Ganze ja hier ja nicht, ne? Und wenn ich nur über den Ruf der Schule nachdenke, also gut ist das Ganze nicht. Ihr wisst schon, wenn der Ruf der Schule natürlich nicht so gut ist, dann wirkt sich das natürlich auf die Anmeldezahlen aus. Wer soll sich denn hier noch anmelden an der Schule? Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen dran denken. Man muss immer weiterschauen, immer in die Zukunft und nicht nur im Hier und Jetzt sein. Ne? Das möchte ich nur noch mal so mitgeben. Das macht man halt so als normale Schulleitung, ne? Ach, Frau Bosch, das wird doch schon alles. Also ich meine, das ist doch noch nicht so viel Arbeit. Nicht viel Arbeit. Wissen Sie was? Oder ihr oder wie auch immer, ich zeige euch mal, wie viel Arbeit das ist. Denn ihr scheint überhaupt gar keine Ahnung davon zu haben. Doch, ich habe diesen Job auch gemacht. So, also dieses komische mache ich jetzt mal weg, was auch immer das sein soll. Also, ich probiere das jetzt mal. Ich bin natürlich kein Künstler, so wie der Philipp. Und zwar... Ich will es einfach nur mal ganz kurz verdeutlichen, damit ihr einfach annähernd mal irgendeine Ahnung habt, was überhaupt bedeutet, Schulleitung zu sein. So, also in ihrem Kopf hier, Frau Belova, ist das hier alles wie so eine Wolke, luftig unterwegs, hier locker flockig vom Hocker, oh, ne? Schön. So ist das also aber nicht. Also, ich sag ihr mal, wie das ist, ne? So, es gibt nämlich ein Problem, ne? Das ist jetzt hier. Dann kommt direkt das nächste Problem und das nächste und das nächste und das nächste. Und dann muss hier renoviert werden und dann dies und das und Frau... Aber Frau Barsch, bitte helfen! Und dies ist ja noch und die Schultoiletten müssen sauber gemacht werden und. Das sind alles die Probleme, die dazukommen. Und jetzt mache ich mal hier im Gegensatz, damit sie auch mal die Gehaltsvorstellung haben. Die sind nämlich hier unten. Und dieses Problem ist so groß. Ja, und da, also das ist hier. So, jetzt noch einmal Gehalt eines normalen Lehrers und Gehalt... von Frau Barsch ehemalig. So, und jetzt Frau Belova, so.
Also, das ist ein Mühunterschied nur im Gegensatz zu den ganzen Problemen. Aber diese Probleme, die sind jetzt ja nicht mehr mein Problem, sondern ihrs. Mrs. Belova, Vorname habe ich vergessen. Ach, um Himmels Willen. Ach Gott, war das so übertrieben von mir gerade mit diesem Diagramm? Ich muss halt auch mal Dampf ablassen, das geht doch so nicht, das... Ach Gottes Willen. Egal, jetzt sind die Schüler erstmal wichtiger und an erster Stelle. Das muss ich irgendwie wieder gerade biegen. Ich weiß nicht wie und was und wo, aber ich werde mir da irgendwas einfallen lassen, denn... Also so mit Frau Belova als Schulleitung, so kann das nicht bleiben. Habt ihr das erlebt? Ich bin sprachlos. Dieser Ausdruck roher Emotion. Hier versinnbildlicht in diesen ganzen Strichen. Wow, wer hätte gedacht, dass sie so ein künstlerisches Genie ist? Also ehrlich gesagt, also das, die was Frau hier ist, schon sehr emotional, oder? Also das habe ich der Frau von der Barbara wirklich nie gedacht. Das habe ich ja meine, auch nicht zugetraut. Die war ja nie so emotional. Und nein. Einmal, was ist das die denn? Die hat professionelle Meinungsverschiedenheiten. Überhaupt das sind nicht Probleme, die man lösen kann. Man muss darüber sprechen. Es sind verschiedene Vorstellungen und unterschiedliche Ideen. Ich weiß jetzt einfach noch gar nicht, ob das jetzt okay ist, dass die jetzt einfach mit Unterrichten geht. Mit so einem, wie gerade hier so ein Temperament. Philipp hat sie im Keller eingesperrt, so wie ich gehört habe. Aber wollten Sie nicht Pizza für uns bestellen? Ach, stimmt. Als Schulleiterin? Ja, genau, das mache ich jetzt gleich, ja. Mhm. Genau. Vier Jahreszeiten, bitte. Vier Jahreszeiten und bei... Die ich bin glutenintolerant und glukoseintolerant und... Glukose? Laktose auch. Okay, vielleicht am besten ein Salat. Am besten Salat, okay, alles klar, kann ich gerne machen. Okay, ja. Ich rufe dann mal so ganz kurz an. Mhm. Ja, hallo, ich möchte gerne zwei Pizzas haben und einen Salat. Frau Barsch. Ich habe Tzatziki gegessen weg zum damit, Mittagessen. Weg damit! Oh. Weg hier! Nein! Ich bleibe! Na, hör mal! So. Es reicht! Chillen Sie mal, Frau Barsch! Chillen Sie!